Ich lese das Solinger Tageblatt von Mittwoch, nee, von Freitag, den 22. November 2019. Das ist diese Zeitung hier. Und im Grün überschriebenen, was eine einzig Unverschämtheit ist, dass das Grün überschriebene einen Teil Rhein-Wupper heißt es auf Seite 23: Mutter schlägt Lehrerin mit Papierseiten. Düsseldorf, weil sie unzufrieden mit den Methoden der Lehrerin ihrer Tochter war, hat eine Mutter sie mit einem Papierstapel geschlagen. Das Amtsgericht Düsseldorf stellt ein Verfahren wegen Körperverletzung nun aber ein. Entbrannt war der Streit, weil die Tochter sich geweigert hatte, am Schulessen teilzunehmen. Zur Strafe musste sie sich hinter den Stuhl stellen. Das Ganze schaukelte sich hoch und gipfelte in einem lautstarken Streit über Erziehungsmethoden. Am Ende warf die Mutter der Lehrerin ein 15-seitiges Skript entgegen. Der Richter forderte den Anwalt auf: Schlagen Sie mich mal damit. Er kam zu dem Schluss, dass dieser Klaps kaum als Körperverletzung zu werten ist. Und das war's auch schon.